Alter, was geht ab, Leute? Hong hier. Ich zieh mich jetzt an und mach einen Doppel-Cresselia Raid. Ansonsten wird heute Pokémon-technisch wahrscheinlich nicht viel passieren. Es gibt ein paar Neuigkeiten. Wir waren gestern live im Livestream. Schaut vorbei und checkt das Video von gestern ab. Ich habe meinen besten Deoxys gefangen. Kann man sich schon mal geben. Und hinterlasst ein Like. Ich muss öfter jetzt erwähnen, dass ihr die Videos liken sollt. Wenn ihr mich unterstützen wollt, hinterlasst ein Like. Auf jeden Fall gestern im Livestream kam das neue Update und in dem Update wurde jetzt alles fürs PvP gefunden. Das heißt, ich beug mich ein bisschen runter, weil ich glaube, ihr seht mich trotzdem. Das heißt, jetzt kann Niantic jederzeit PvP freigeben. Jetzt sind alle Sachen da. Niantic muss nur noch sagen, hey, bam, hier ist PvP und bam, es ist da. Wir sind jeden Tag live ab 21 Uhr bis kurz nach 22 Uhr. Bis PvP da ist, also schaut so beim Livestream. Und noch eine andere kleine Neuigkeit, blende ich hier auch nochmal ein. Es wurde, war eigentlich selbstverständlich, also wieso auch nicht, aber Botokill, aber dieses Jahr, Digga, ich musste lachen, weil ich habe den jetzt so oft gesagt, jetzt hört er sich komisch an in meinem Kopf, aber dieses Jahr Weihnachten kommt Botokill wieder. Alter, es hört sich immer komisch an. Wir haben jetzt das so oft gedreht und den Namen so oft gesagt, es hört sich immer falsch an. Kennt ihr das? Auf jeden Fall Botogel, jetzt Botogel, kommt auf jeden Fall dieser wieder. Shiny oder nicht? Wir werden sehen, mir ist egal. Ich brauche erstmal ein Glücks-Botogel. Botogel. Alter, auf zu den Doppel-Raid. So. Ihr seht, der Doppel-Raid ist ultra windig. Ich habe was gegen den Wind. Ich habe es auch schon davor getestet. Ihr habt es wahrscheinlich gar nicht bemerkt, keiner hat was gesagt. Aber ich habe es noch nie bei so einem krassen Wind probiert. Mal schauen, ich hoffe, es funktioniert. Und ihr hört alles gut. Wenn nicht, ja, dann ist leidend. Dann tut es mir leid. Cresselia übrigens gar nicht mehr so lange hier. Also wir haben schon die Hälfte von Cresselia überstanden. Weil die meisten sind gar nicht so scharf drauf. Also kann man schon sagen, überstanden. Ich habe einen guten gefangen. Ich habe einen 96er, das ist mein bester. Habe schon lange keinen 96er mehr bekommen. Legendär, also... Den kann ich auf jeden Fall maxen, ich bin zufrieden. Moment, ich zeige ihn euch mal. 1627. Okay. Dadurch, dass es hier so windig ist, ist auch Wetterboost. Mein erster Cresselia mit Wetterboost. Ich bin gespannt. So, wir gehen rein. Schauen wir mal. So. Wie gesagt, mein Trick hier. Einmal wieder raus. Und den Pass von gestern. Weil sonst vergisst man es. Nach dem Raid, man dreht nicht nochmal in der Arena. Oder man kriegt so viele Items, dass der Beutel dann wieder voll ist. So. Team. Mein Sabrina-Team hat sich schon herumgesprochen. Auch gut gegen Deoxys, gegen Mewtwo. Weil die zwei Gänger hier nicht so top sind. Die haben weder Schlecker noch Dunkelklaue. Hier sind 4 Leute, aber 8 drin. Jeder hat einen zweiten. Ich weiß gar nicht die Zahlen auswendig für den mit Wetterboost. Ihr gebt es einfach Bescheid, wenn es 100 ist. Da werden die echt gut gefallen. Bleibt drin, wir haben nicht so viel Zeug. Leider nicht. Nein, ich hab nicht.
Jeder Wurf fabelhaft bisher. Und er bleibt drin. Willst du mich verarschen? Er bleibt drin. Zweiter Casino Ring. Der Wind lässt nicht nach. Ich habe immer noch Angst, dass sie runterfällt. Ich check mal die IV von dem ersten. Ich glaube, der war jetzt nicht so toll. Also, der macht mir echt Sorgen. Ja, das war's von mir, Leute. Zwei sehr sture, zickige Cresselia. Beide Wetterboost. Der erste war gar nicht so schlecht. Muss ich mal nachschauen, aber sicher nicht besser als mein 96er. Das waren auch Raid Nummer 990 und 991 für mich. Road to 1000 legendäre Raids. Fängt an, nur noch 9 fehlen. Ah ja, Leute, das war's erstmal von mir. PvP kann jederzeit kommen. Wir sind heute Abend natürlich wieder live, ab ca. 21 Uhr. Schaut's vorbei. Wer weiß, Niantic kann es jederzeit starten. Das war's von mir, Leute. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab.
Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.